Willkommen zurück zu SFS Tutorial und heute werden wir zum Mond fliegen. Und zwar haben wir dort zwei Achievements vom Mond, einmal den niedrige Umlaufbahn und einmal auf der Oberfläche landen. Und die beiden werden wir heute machen. Dazu brauchen wir natürlich eine Rakete. Dazu gehen wir hier in den Baueditor und ihr seht da diese kleine Baufläche quasi. Das ist die Baufläche, wenn man keine Teilexpansion hat, denn darum geht es hier bei SFS Tutorial. Ich zeige euch, wie ihr zu den Planeten fliegen könnt oder zu den Monden, ohne Expansion zu benutzen. Natürlich bei Jupiter braucht man dann die Planetenexpansion und bei seinen Monden natürlich auch, aber alle anderen werden überhaupt gar keine Expansion benötigen. Und das hier ist dann eben der Bauplan. Der ist ziemlich klein, knapp ein Drittel so groß, aber ich denke mal, wir werden es schaffen, hier eine Rakete zu bauen, die dann leistungsstark genug ist, um auf dem Mond zu landen und wieder zurückzukommen. Und wir beginnen einfach, wie immer, mit einem Fallschirm, einer Kapsel und einem Hitzeschild. Das wird zurück auf die Erde kommen. Alles andere wird entweder aufprallen oder verglühen. Dann kommt hier ein Separator hin, oder auch genannt Steg. Das ja, koppelt eben das hier, die Kapsel, vom Rest der Rakete ab, damit die drei Teile eben zurück auf die Erde können. Darunter fügen wir dann einen Treibstofftank hinzu, den hier, den 15-Tonnen-Treibstofftank. Dann nehmen wir hier ein kleines Kolibri-Triebwerk, denn wir brauchen nicht wirklich eine besonders leistungsstarke Rakete, um auf dem Mond zu landen. Danach aktivieren wir hier die Symmetrie. Wir gehen hier unten hin zu den Landebeinen und setzen dort zwei Stück hin. Und dasselbe machen wir hier mit den RCS-Düsen nochmal. Und dann können wir die Symmetrie wieder ausschalten. Dann nehmen wir uns hier einen weiteren Separator. Dann nehmen wir uns hier zwei von diesen 20 Tonnen Treibstofftanks. Ein Velein-Triebwerk. Dann aktivieren wir wieder die Symmetrie. Und wir nehmen uns zwei von diesen hier, diesen seitlichen Stegen oder seitlichen Separatoren. Und ich mache die so hin. Das heißt, die obere Ecke berührt quasi gerade so die Grenze zwischen den zwei Treibstofftanks. Dann nehmen wir hier zwei Falkentriebwerke. Ich drehe das immer gerne um, damit die in dieselbe Richtung gucken. Dann nehmen wir noch zwei weitere 20 Tonnen Treibstofftanks und noch zwei 10 Tonnen Treibstofftanks. Dann nehmen wir hier aerodynamische Raketenspitzen. Ist relativ egal, ich nehme jetzt einfach mal die. Und damit haben wir die Rakete quasi fertig. Dann klicken wir hier das Falkentriebwerk an. Und wir schalten das an, das in der Mitte ganz genauso und rechts auch. Das heißt, alle drei Triebwerke werden gleichzeitig starten. Wenn wir theoretisch das hier wegnehmen, ist immer noch genug Schub, aber dann haben wir hier extrem viel Treibstoff drin. Und deshalb lasse ich das einfach von Anfang an mitlaufen. Ihr könnt das natürlich so ändern, wie ihr wollt. Ich werde die Rakete diesmal in die Videobeschreibung packen. Das heißt, wenn ihr auf Mobile seid, müsst ihr einfach nur den Link klicken. Wenn ihr das auf Steam spielt, dann müsst ihr einfach nur den Link kopieren, in SFS reingehen, im Baumodus. Oben rechts gibt es dann Share und da müsst ihr dann einfach die Rakete runterladen. Und ja, dann wünsche ich euch damit viel Spaß. Es ist natürlich trotzdem ist immer noch sehr, sehr einfach, das nachzubauen. Es ist ein bisschen komplizierter, es dauert immer noch unter einer Minute. Also eigentlich könnt ihr das schaffen, aber damit ihr zufriedengestellt seid, mache ich das jetzt einfach mal. Dann die Stufen. Als allererstes machen wir hier die beiden Separatoren. Wenn ihr das mit der Symmetrie gemacht habt, dann sollten beide gleichzeitig aufleuchten. Ansonsten müsst ihr sie jeweils einzeln antippen. Macht keinen Unterschied. Danach hier der Separator, das Kolibri-Triebwerk und die beiden Landebeine. Daraufhin wieder die beiden Landebeine, einfach damit man sie wieder einfährt. Und zu guter Letzt hier der Separator und der Fallschirm. Damit haben wir die Rakete und die Stufen abgeschlossen. So sieht die Rakete aus und dann ja, starten wir die Rakete und fliegen los. So, in der letzten Folge habe ich euch ja quasi die ganze GUI hier erklärt. Das werde ich jetzt nicht nochmal machen. Wir erhöhen einfach den Schub auf 100% und starten die Triebwerke. Und damit fliegen wir auch schon.
Und ich kann leider das nicht sehr viel leiser machen, ansonsten wäre es lautlos. Jedenfalls, wir folgen einfach der Winkelanzeige oben links. Ich sehe, wir haben sehr, sehr viel Schub, das heißt, reduzieren wir es einfach mal so auf 60%. Dann haben wir nicht so ein großes Problem mit dem Luftwiderstand. Da heizen wir auch nicht so stark auf. Und wir haben gerade 5 Kilometer erreicht. Das heißt, wir sind schon recht weit oben. Und wir haben auch schon hier 45 Grad freigeschaltet quasi. Das heißt, wir sind jetzt 45 Grad zur Horizontale, also zur Erdoberfläche. Jetzt haben wir 60 Grad. Und unsere Booster haben bald keinen Treibstoff mehr. Das heißt, wir müssen darauf achten und gleich die nächste Stufe starten. Jetzt haben wir 15 Kilometer erreicht. Wir können noch eine letzte Drehung machen hier. Und da starten wir die nächste Stufe. Jetzt können wir auch den Schub wieder auf 100% machen, weil das Triebwerk allein ist nicht besonders stark. Dann setzen wir uns mal hier so hin und warten dann, bis unsere Abhops, also hier der höchste Punkt, auf über 30 Kilometer kommt. Ich mache das dann so gerne auf 32 oder so, damit wir so ein bisschen eine Sicherheit haben. So, wir haben jetzt hier knapp 32 Kilometer erreicht. Das heißt, wir schalten es kurz aus. Wir drehen uns ein bisschen, aber aufpassen, wir dürfen nicht zu viel Zeit vertrödeln, denn wir müssen gleich wieder das Triebwerk starten. Wir fokussieren und schalten das Triebwerk an. Der Punkt kommt ziemlich schnell auf uns zu. Das heißt, wir drehen ein bisschen nach links, immer so leichte Tippe auf den linken Pfeil. So, jetzt haben wir den in etwa gestoppt, drehen wir ein bisschen weiter nach rechts, damit der Punkt möglichst nah auf uns zukommt. Dann ist der Schub, den wir abgeben, am effizientesten. Und wir haben jetzt knapp 1470 Meter pro Sekunde. Wir brauchen etwa 1670, das heißt, wir müssen noch ein bisschen warten. Aber dann sollten wir es bald auch haben. Da haben wir 1600. Und der Punkt bewegt sich schon sehr stark. Wir können jetzt auch hier den Schub ein bisschen verringern. Und da haben wir die niedrige Umlaufbahn erreicht. Wir haben einen Erdorbit quasi. Und dann speichern wir einfach mal ab. Wenn es euer erstes Mal ist, dann sage ich euch, speichert wirklich ab hier ins Menü oben links auf Quick Save erstellen. Ihr müsst es nicht unbedingt einen Namen geben. Es gibt automatisch Namen, aber wenn ihr es möchtet, könnt ihr es machen. Ich werde es jetzt nicht machen. Dann zoomen wir raus, bis wir den Mond sehen. Wir klicken einmal auf den Mond drauf und sagen Kurs setzen auf. Okay? Dann erscheinen hier drei neue Sachen. Und zwar einmal Begegnung, diese gestrichelte Linie und unser Transferfenster. Unsere Begegnung ist quasi der Punkt, wo wir hier in den Einflussbereich vom Mond eintreten. Das ist diese hellgraue Fläche hier, dieser hellgraue Kreis. Dann die gestrichelte Linie ist quasi die Flugbahn, die wir benötigen, um zum Mond zu gelangen. Und unser Transferfenster ist quasi der Punkt, wo wir unser Triebwerk starten müssen und beschleunigen müssen, damit wir eben diese gestrichelte Bahn erreichen. Ihr seht, wir sind ein bisschen davon entfernt. Das heißt, wir gehen einfach mal hier hin. Wir klicken auf die Bahn, sagen Time Warp Here und dann beschleunigt das automatisch die Zeit, bis wir dort sind. Dann drehen wir die Rakete in Pfeilrichtung, das heißt die Kapsel zeigt zum Pfeil und das Triebwerk zeigt vom Pfeil weg. Und dann warten wir noch ein bisschen länger. Wir sollten nicht zu lange warten, weil wir noch relativ viel Treibstoff haben. Wir zoomen mal ein bisschen raus und beschleunigen noch ein bisschen so. Jetzt sind wir direkt auf dem Pfeil drauf, auf dem Punkt drauf. Dann starten wir das Triebwerk. Hier haben wir unsere Apoapsis, also der höchste Punkt. Ihr seht, der verändert sich. Und wenn wir das weiterlaufen lassen, dann wird es irgendwann hier diesen Begegnungspunkt erreichen. Und dann können wir quasi zum Mond fliegen. Wir nähern uns immer näher an dem Transferfenster an. Und dann seht ihr da diese Zahl, diese 330 Meter pro Sekunde.
Diese Zahl wird immer kleiner, das ist nämlich unser Delta V, quasi die Veränderung der Geschwindigkeit, die wir noch benötigen. Wir müssen jetzt quasi noch 200 Meter pro Sekunde schneller werden, um diese Bahn zu erreichen und um zum Mond zu kommen. Und die muss quasi möglichst dicht an Null sein. Und wir haben auch fast keinen Treibstoff mehr, also es wird immer weniger. Wenn wir dicht dran sind, dann verringern wir mal den Schub, können den ruhig auch schon auf 0% machen. Jetzt machen wir folgendes, es ist ein bisschen riskant, aber wir müssen es einfach machen, weil wir fast gar keinen Treibstoff mehr hier drin haben. Es ist fast schon leer. Und zwar, wir haben hier unsere Periapsis vom Mond. Die verringern wir so weit, dass sie quasi im Mond drin ist. Okay? Also das, dass wir gar nicht mehr die Periapsis sehen können, sondern dass wir theoretisch auf dem Kollisionskurs mit dem Mond sind. Und das nehmen wir jetzt einfach mal hin und wir sagen, wir speichern ab, denn falls was schief geht, dann können wir zurückgehen und das nochmal versuchen. Und wir sagen einfach mal QuickSave-Datei überschreiben. Müsst ihr nicht unbedingt machen. Ich mache es jetzt einfach, damit ich nicht so viele Dateien rumfliegen habe. Ich brauche das an sich nicht, aber um es euch zu zeigen. Dann gehen wir hier zu unserer Bahn zum Mond. Wir gehen etwa hier hin. Also wir sollten schon noch ein ganzes Stück entfernt sein vom Mond, aber eben auch nicht allzu weit. Wir sagen dann Time Warp Here und damit fliegen wir jetzt hier zum Mond. Damit sind wir in einem Einflussbereich. Dann drehen wir unsere Rakete. Wir nutzen einfach noch den restlichen Treibstoff, den wir haben, um uns ein bisschen zu verlangsamen. Wir drehen uns hier in etwa zum Pfeil, fliegen hier noch ein bisschen weiter. Etwa so, dann erhöhen wir den Schub, müsst darauf achten, dass diese Bahn immer noch im Mond drinne bleibt. Und ihr seht, da haben wir gerade fast einen Mondorbit erreicht. Allerdings nehmen wir jetzt hier die nächste Stufe und drehen unsere Rakete so, dass wir vom Mond gesehen nach außen zeigen. Also ihr seht, der Pfeil zeigt vom Mond weg und dann starten wir das Triebwerk. Das verringert hier unsere Apoapsis, aber es erhöht auch unsere Periapsis. Und dann können wir gleich einen Mondorbit quasi erreichen. Und da ist der Punkt. Da ist die Periapsis, die ist jetzt bei 11 Kilometern. Da können wir dann das Triebwerk abschalten. Wir gehen dorthin, ganz kurz davor. Ihr habt gesehen, die Stufe ist jetzt auf dem Mond eingeschlagen. Heißt, darum müssen wir uns keine Sorgen mehr machen. Dann zeigen wir quasi gegen die Fallrichtung und starten das Triebwerk, damit wir hier einen niedrigen Mondorbit bekommen. Ihr seht, die Punkte bewegen sich im Kreis. Da müssen wir ein bisschen gegensteuern, indem wir uns in die andere Richtung drehen, nämlich nach links. Und so, damit haben wir jetzt einen ganz guten Orbit, 12 Kilometer und knapp 11. Ich speichere einfach nochmal, ich empfehle es euch auch. Einfach speichern, Datei überschreiben. Und ich würde jetzt ganz gerne in der Nähe von einem dieser Punkte landen. Hier oben ist es ein bisschen kahl. An sich ist an diesen Punkten nicht wirklich was Besonderes. Wenn man reinzoomt, seht ihr, es ist eigentlich ganz gewöhnliche Mondoberfläche. Überall, wo quasi Sea steht, sind so ziemlich flache Flächen, sind ziemlich gut dann auch für Mondbasen. Crater sind quasi dann schon ziemlich starke Krater, wie ihr sehen könnt. Und hier bei Ocean ist es so ähnlich wie Sea, also Ozean oder See oder Meer. Ist relativ ähnlich. Das ist dann auch ziemlich flach. Wenn ihr in der Nähe von den Seen landen wollt, für eine Basis oder so, dann könnt ihr es gerne machen. Ich werde jetzt einfach, sagen wir mal, Kopernikus-Krater landen. Das heißt, wir müssen kurz davor, von der Bahn her, kurz davor hinfliegen. Etwa so, also wir sind noch ein Stück davon entfernt. Ich würde sogar sagen, wir gehen noch ein bisschen näher ran. Dann drehen wir uns, sodass wir entgegen der Pfeilrichtung zeigen. Also Triebwerk zeigt zum Pfeil, Kapsel zeigt weg. Dann erhöhen wir den Schub und schauen uns die Bahn an. Ihr seht, die geht jetzt hier den Mond entlang. Und kurz bevor sie auf den Punkt aufkommt, wo wir quasi landen wollen,
reduzieren wir eben den Schub und stoppen das dann auch. Und zwar so. Und dann sind wir eigentlich schon ziemlich kurz davor, dort zu landen. Wir sind jetzt hier bei etwa 5 Kilometern Höhe. Und jetzt müssen wir uns auf die Landung vorbereiten. Wir erhöhen den Schub auf 100%. Ihr seht, der Mond kommt schon ziemlich schnell näher. Das heißt, wir starten jetzt einfach mal das Triebwerk. Und ihr seht, jetzt verringert sich auch unsere Periapsis. Das ist unsere Apoapsis. Die Periapsis ist inzwischen in der Mitte vom Mond angekommen. Und wir haben jetzt hier zwei Pfeile. Einmal für die horizontale Geschwindigkeit, einmal für die vertikale. Und die müssen wir quasi beide auf 0 bringen. Aber es ist deutlich wichtiger, dass der horizontale Pfeil auf 0 kommt. Etwa so. Jetzt fallen wir quasi gerade runter. Das sagt auch hier unsere Bahn, unsere Flugbahn. Und dann können wir ein bisschen mit verringertem Schub gerade nach oben zeigen quasi. Und dann beschleunigen wir quasi ein bisschen. Wir sind jetzt ziemlich langsam. Ich würde einfach mal ein bisschen weiter rauszoomen und schauen. Ihr solltet die Geschwindigkeit auf keinen Fall über 30 Meter pro Sekunde gehen lassen. Sonst kann es eben sehr schnell passieren, dass ihr nicht genug aufpasst und auf den Mond prallt. Und damit sind wir quasi auf dem Mond. Wir hüpfen noch ein bisschen herum. Wir sind auf dem Mond gelandet und in der Nähe vom Kopernikus-Krater. Und wer weiß, welcher von denen das ist. Vielleicht der hier ganz rechts am Bildschirmrand. Weiß nicht genau. So oder so, der Mond ist nicht besonders akkurat. Aber hier haben wir ein schönes Bild vom Mond. Ich speichere das jetzt auch einfach nochmal ab, damit ich später davon das Thumbnail machen kann. Und damit sind wir auf dem Mond. Jetzt könnt ihr hier einen kleinen Weltraumspaziergang machen oder so, sobald es Astronauten gibt. Wir haben noch 63%, das sollte locker reichen. Und jetzt machen wir Folgendes. Wir erhöhen den Schub auf 100%, starten das Triebwerk und drehen ein bisschen nach rechts, bis wir eine Apoapsis von knapp 5 Kilometern haben. So, und dann warten wir, bis wir quasi dort ankommen. Denn ihr seht, Zeitsprung unterhalb von 5 Kilometern Höhe nicht möglich. Das heißt, für einen Orbit, wo wir auch mit Zeitsprung arbeiten können, müssen wir mindestens bei 5 Kilometern sein. Das heißt, wir werden hier noch ein Stück warten. Und jetzt sind wir bei 5 Kilometern. Starten das Triebwerk, um unsere Bahn quasi ein bisschen runter zu gestalten. Zoomen wir ein bisschen raus und es dauert noch eine Weile. Vergesst nicht, ihr müsst in Fallrichtung zeigen, also etwa so. Vielleicht ein bisschen auch darüber. Wir können jetzt auch die nächste Stufe starten. So. Dann verringern wir ein bisschen den Schub, denn wir erreichen gleich den Mondorbit. Und da haben wir es fast. Die Periapsis ist bei knapp 2700 Metern, das heißt, wir müssen noch ein bisschen weiter gehen. Ihr seht, wir sind hinter dem Punkt, heißt, wir müssen uns ein bisschen so drehen, dass wir quasi theoretisch über der Bahn geneigt sind. Und dann haben wir hier 5600 Meter und 5400. Damit haben wir auch den niedrigen Mondorbit. Jetzt gehen wir hier auf Kurs setzen auf die Erde. Dann haben wir es eben wieder so ähnlich, diesmal mit der Flucht. Aber es ist immer noch die gestrichelte Bahn und unser Transferfenster. Wir gehen hier wieder kurz vor unser Transferfenster, fliegen einmal am Mond vorbei. Und zwar so ziemlich fürs letzte Mal, denn wir werden jetzt hier den Mond verlassen. Wir drehen uns in Fallrichtung, genau so. Und wir warten noch ein bisschen länger, weil die Atmosphäre, die Anziehungskraft vom Mond ist deutlich geringer. So, und dann verringern wir den Schub, sonst fliegen wir komplett in die Erde rein. Noch ein bisschen
Und jetzt brauchen wir wirklich sehr wenig Schub. Wir verringern unsere Periapsis, sagen wir mal, auf 15 Kilometer. Ihr erinnert euch, in der letzten Folge habe ich gesagt 20, aber in diesem Fall sind wir halt deutlich schneller, weil wir von hier oben vom Mond bis nach unten zur Erde fliegen. Daher, ja, sind wir deutlich schneller. Wir haben noch eine Menge Treibstoff. Und da haben wir den Mond. Sehen wir jetzt zum letzten Mal. Auf Wiedersehen, Mond. Da ist außer Sichtweite. Zoomen wir wieder ein bisschen heran. Und dann holen wir uns hier die Zeitbeschleunigung etwa bis hier. Und da fliegen wir wieder Richtung Erde. Dann drehen wir uns mal so. Noch ein bisschen näher. Ach komm, noch ein bisschen näher. Eben nicht zu dicht, sonst verglühen wir gleich. Aber jetzt können wir es machen. Okay, der Separator hat irgendwie nicht gut funktioniert. Aber egal, da haben wir hier ein kleines Feuerwerk. Die Stufe heizt jetzt schön auf. Und bringen wir ein bisschen ein Feuerwerk zum Schluss. Und da ist es kaputt. Wir sind jetzt schon bei etwa 20 Kilometern in der Atmosphäre. Und wir sinken weiterhin. Wir glühen auch ganz schön. Unser Hitzeschild wird schon ziemlich heiß. 2400 Grad Celsius, 2600, 2800. Also wir werden locker hier die Hälfte von der Hitzetoleranz erreichen. Ja, da haben wir 3200. Beschleunige mal ein bisschen, damit wir schneller auf die Erde zurückkommen. Ich glaube, 3300 oder so war das Höchste. Und ich beschleunige mal noch ein bisschen mehr. Ich meine, wir haben es jetzt so ziemlich geschafft. Wir sind fast auf der Erde zurück. Wir haben beide Erfolge erreicht. Wir sind einmal im niedrigen Mondorbit gelangt und einmal auf dem Mond gelandet. Da haben wir die Kapsel, die ist deutlich verrauchter, verrußter als beim letzten Mal. Und wir öffnen den Fallschirm, wir sind bei etwa 1 Kilometer Höhe. Dann können wir auch den Hitzeschild abmachen und langsam Richtung Erde segeln. Da ist die Erde. Der Fallschirm ist ganz aufgegangen. Der Schild ist inzwischen aufgeprallt. Dann verlangsamen wir wieder ein bisschen. Wir sind fast wieder da. Und klonk. Wir haben wieder festen Boden unter den Füßen. Sehr schön. Das war im Grunde die Mission. Wir können es einsammeln. Ihr seht, in dunkelgrau quasi ist das, was wir schon erreicht haben. Und hier in weiß, was wir neu erreicht haben. Wir haben den Einflussbereich vom Mond erreicht, sind in die niedrige Umlaufbahn vom Mond, dann sind wir in der Nähe vom Kopernikus-Krater gelandet, wir sind wieder in eine niedrige Umlaufbahn, wir haben den Einflussbereich vom Mond verlassen, wir sind wieder zurück auf die Erde, 3319 Grad Celsius, Maximaltemperatur und sicher auf der Erde gelandet. Damit gehen wir hier zurück zum Weltraumzentrum und jetzt haben wir schon 10 von 33 Erfolgen erreicht. Was sehr schön ist. Die Maximaltemperatur wurde jetzt auch angepasst. Ich glaube, vorher waren es 2300 oder so. Diesmal war es deutlich höher. Und damit war es mit der Folge. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, dann lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Stimmt in Abstimmung ab, was als nächstes kommen soll. Und tschüss.